Hallo, mein lieber Stier. Zwischen 1. und 3. des Monats hast du Merkur Sextil Pluto. Am Monatsanfang wirst du sehr nachdenklich aufgrund einer Angelegenheit sein, die rätselhaft erscheint und die eine tiefgreifende Auseinandersetzung erfordert. Am 4. des Monats hast du Merkur in Widder. Bis zum 18. Monatstag kann es eine Herausforderung sein, mit anderen Menschen zu arbeiten. Angstzustände und Nervosität wird man umgehen können, indem man seine Wünsche offen anspricht, bevor irgendwelche Missverständnisse entstehen können. Zwischen 5. und 6. des Monats hast du Venus Sextil Mars. Es können irgendwelche Gefühle der Einsamkeit eintreten. Dementsprechend wird man versuchen, Dinge zu unternehmen, wodurch man sich besser fühlen kann. Singles werden gute Chancen haben, jemanden Nettes kennenzulernen. Zwischen 7. und 9. hast du Mars Quadrat Neptun. Im Bereich der Finanzen gibt es eine gewisse Ungewissheit in Bezug auf Zukunftsperspektiven. Man sollte sich überlegen, ob man seine Energie für die richtigen Zwecke einsetzt. Es empfiehlt sich, vorsichtig beim Autofahren oder bei der Bedienung von Geräten zu sein. Am 10. hast du einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Jupiter. Wahrscheinlich wird sich deine Aufmerksamkeit stärker darauf richten, dein Wohlbefinden zu maximieren. Zwischen 11. und 13. machen Venus und Pluto einen Quadrat. Du hast wenig Kraft, dich mit einem Menschen auseinanderzusetzen, der etwas vor dir verbirgt. Am 12. hast du einen Neumond in Widder. Loslassen, Rückzug und Innenschau sind bis Ende des Monats wichtiger denn je. Es kann vorkommen, dass du dich viele Gedanken um eine Person machst. Sich um etwas oder jemanden zu kümmern, resultiert aus einem Gefühl der Sorge. Und wir haben dann am 14. Venus in deinem Zeichen eingetreten. Das heißt, bis Mitte Mai wirst du dein Leben erneuern und schöner gestalten. Es wird dir gelingen, eine positive Veränderung in Bezug auf deine Arbeit zu realisieren. Am 15. haben wir Sonne Sextil Jupiter. Du wirst an Motivation und Lebenslust gewinnen. Positive Ereignisse sind möglich. Zwischen 16. und 18. hast du Merkur Sextil Jupiter und Mars. Je positiver du eingestellt bist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du fröhliche Erfahrungen erlebst. Du bist dabei, einen großen Schritt zu machen. Nimm dir die Zeit, um Dinge richtig auf die Reihe zu bekommen. Am 19. hast du Merkur und Sonne in deinem Zeichen. Ein Umzug oder eine Umsiedlung sind möglich. Du wirst bald positive Neuigkeiten erhalten, insbesondere in Verbindung mit dem Themen Familie und Beruf. Zwischen 20. und 23. hast du Venus Konjunktion Uranus. Neue Entfaltungsmöglichkeiten sind in den Bereichen der Beziehung und Liebe vorhanden. Am 23. hast du Mars in Krebs eingetreten. Das heißt, bis Anfang Juni wirst du dich bemühen, dein Leben in eine völlig neue Richtung zu führen. Du solltest deine Gefühle in Schrift und Sprache zum Ausdruck bringen und nichts mehr verdrängen. Zwischen 22. und 25. hast du Venus Quadrat Saturn. Diese Tage scheinen etwas stressig für die meisten Stiere zu sein. Behalte die Ruhe und sei etwas geduldig. Am 26. haben wir Merkur Konjunktion Venus. Es gibt eine gewisse Spannung in der Luft. Man sollte ehrlich sein, anstatt einen Scheinfrieden bewahren zu wollen. Positiv betrachtet wird man sich gut mit einem Menschen unterhalten. Wir haben dann am 27. einen Vollmond in Skorpion, eine Trennung oder große Neuigkeit sind im Partnerschaftsbereich nicht auszuschließen. Wenn dies nicht zutrifft, dann hast du mit einem Menschen zu tun, der sich vielleicht nicht verändern möchte
Oder es kann auch sein, dass ein Mensch sich so verändern wird, dass du ihn nicht mehr erkennen wirst. Und dann zum Schluss, zwischen 28. und 30. April haben wir Sonnenkonjunktion Uranus. Neues im Bereich der Wohnsituation oder der Familie dürfte auftauchen. Lieber Stier, mit diesen Wörtern bin ich fertig. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.